Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Das heutige Rezept wird euch präsentiert vom MSC-Siegel. Sieht so aus. Ist ein Siegel, was sich für nachhaltigen Fischfang einsetzt, was ich total geil finde. Und deswegen arbeite ich auch mit Ihnen zusammen. Ihr wisst ja, ich mache nicht so gerne Werbung, aber für solche Sachen mache ich sehr gerne eine Ausnahme. Für unser heutiges Rezept brauchen wir Salz, Pfeffer, das ist Sesamöl, neutrales Öl, gerösteten Sesam, nachhaltig gefangener, geräucherter Wildlachs. Das ist ein bisschen Romanersalat, eine Avocado, die ist essreif, eine Zitrone, eine schöne reife Mango und Wakame-Algensalat. Das Marine Stewardship Council, auch MSC kurz genannt, habt ihr mit Sicherheit schon mal gesehen. Das ist auf wahnsinnig vielen Fischverpackungen schon mittlerweile drauf. Es ist momentan das strengste Siegel, was es gibt weltweit. Und ich finde es einfach eine ganz geile Geschichte. Ja. Die Meere werden überfischt, es legt keiner mehr Wert drauf. Ja. Und die setzen sich halt dafür ein, dass da ein bisschen drauf geschaut wird. Es sind mittlerweile schon, ich glaube, über ein Drittel, wenn nicht sogar schon zwei Drittel, fast überfischt auf der Welt. Und deswegen sollten wir alle ein bisschen darauf achten, wenn wir Fisch essen, dass das auch nachhaltig gefangener Fisch ist. Also schaut, ich zeige euch das Siegel nochmal, so schaut es aus. Schaut doch bitte beim Einkauf darauf, dass dieses Siegel auch auf euren Verpackungen drauf ist, dann könnt ihr den Fisch mit gutem Gewissen essen. Jetzt fangen wir mal ein bisschen an zu kochen. Als erstes schneide ich mir den Salat zurecht. Die äußeren Blätter können wir weggeben, die sind nicht mehr ganz so frisch. Und den schneide ich jetzt hier so in Streifen runter. Ich habe mir da hinten schon eine Salatschleuder vorbereitet. Übrigens eins von den Gadgets, wo ich finde, das sollte in jeder Küche sein, weil das einfach sehr, sehr praktisch ist. Gebe ich jetzt hier rein. Und wasche mir den direkt in dem Sieb. Da müsste ich nämlich nicht nochmal ein extra Gerät dreckig machen. Ja. Und jetzt ziehe ich einfach Deckel drauf und zweimal anziehen. Was hat das für einen Vorteil? Einfach die Marinade, die wir gleich herstellen, die wird dann nicht so verwässert. Ja. Und dann schmeckt das Ganze einfach intensiver und viel feiner. Den Salat gebe ich hier in die Schüssel rein. Ihr seht ja, schaut mal her, das ganze Wasser wäre jetzt in der Marinade gewesen. Jetzt geben wir über den Salat drüber. Ein bisschen Zitronensaft, den können wir jetzt auch gleich schon anmachen. Ich schneide die Zitronen ganz gerne so seitlich an, dann bleiben die Kerne in der Mitte drinnen. Dann die Zitrone mit zwei Fingern einfach so auspressen. Dann gebe ich dazu ein bisschen neutrales Öl. Ihr müsst so vom Gefühl her ungefähr so dreimal so viel Öl nehmen wie Essig. Kennt ihr ja schon als treue Fans. Und auch noch ein ganz kleines bisschen von diesem gerösteten Sesamöl. Schaut, dass ihr das Geröstete kauft, weil das hat einfach nochmal einen viel geileren Geschmack. Das geben wir jetzt hier auch noch drauf. Jetzt gebe ich ein bisschen Pfeffer drauf. Und ein bisschen Salz. Und schwenkt das einmal durch und lass es kurz stehen. Ja, während ich die anderen Zutaten vorbereite. Dann kann der Salat schon so ein bisschen vormarinieren sozusagen, bevor ich die anderen Sachen drunter gebe. Während der Salat mariniert, machen wir gleich mal die anderen Zutaten fertig. Dafür die Avocado einfach halbieren. Bei der Avocado achtet einfach darauf, dass ihr diese Ready-to-Eat-Avocados bekommt. Ja, die sind einfach deutlich weicher und die sind schon perfekt gereift. So, die kratzen wir jetzt hier mit dem Löffel raus. Übrigens, wenn ihr den Stein rauskriegen wollt bei der anderen Hälfte, dann haut einfach mit dem Messer so ein bisschen rein und dreht den so raus. Ja. Allerdings, wenn ihr die jetzt nicht gleich verwenden wollt, ich verwende jetzt nämlich nur eine Hälfte für das bisschen, dann lasst den Stein drinnen, dann wird sie deutlich weniger schnell braun. Ja? Und jetzt schneiden wir das hier einfach in so ein bisschen dickere Scheiben, nicht zu dünn, leicht quer ein. Ich möchte das so ein bisschen so, dass das so Ceviche-mäßig danach daherkommt, weißt du? So. Hier runterschneiden und dann halbieren wir sie noch einmal so durch. Und jetzt haben wir hier so schöne Stückchen, die können wir dann nachher in den Salat geben. Als nächstes schälen wir gleich die Mango. Schaut drauf, dass die Mango eine schöne Farbe hat. Ja? Wenn die von außen schon knallegrün ist, dann schmeckt sie meistens schon innen nicht. Das sieht man schon. Aber die hier ist jetzt zum Beispiel genau perfekt. Die hat schon einen richtig schönen Rotanteil. Die ist auch noch nicht so weich, dass sie sich schon zerdrücken lässt. Ja? Und man sieht ja richtig, wie toll das Fleisch ausschaut. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn das Fleisch auch schon so leicht ins Orange geht. Ja? Und jetzt machen wir uns hier so, schneiden wir einfach feine Streifen runter. Genau. Übrigens, das Siegel, das gibt es schon seit über 25 Jahren. Ich finde solche Sachen einfach cool. Ja, weil gerade wenn wir Fisch essen, sollten wir schon ein bisschen drauf aufpassen. Was wissen wir schon, wo der herkommt? Ja? Die kümmern sich ab dem Fang über die ganze Lieferkette um alles. Jetzt nehmen wir den Lachs
Den Lachs zerreiße ich jetzt einfach so mit den Fingern in so kleine Blättchen, ja, so ein bisschen so Stückchen. Ich will den jetzt eben absichtlich nicht schneiden, damit ich nachher noch die schöne Lachsstruktur dann im Salat habe, ja. Genau. Ich meine, achtet ihr denn schon auf nachhaltigen Fischfang? Also ich mache das schon eigentlich seit immer. Deswegen finde ich auch die Kooperation so toll, weil genau solche Vereine, finde ich, muss man unterstützen. Klar, da gibt es böse Stimmen, die sagen, die machen noch nicht genug. Aber ich meine, jammern, dass man nicht genug macht, das kann man immer mal ganz schnell. Gell? Hauptsache, es gibt mal überhaupt jemanden, der die Sache angreift und was macht. Ist auf jeden Fall besser, als nichts zu tun. Ich meine, wir essen ja so und so nicht jeden Tag Fisch, oder? Also da kann man ja auch wirklich darauf achten, dass man was Ordentliches kauft. Jetzt gehen wir zu dem Salat, geben wir den Lachs gleich dazu. Den möchte ich nämlich gleich mit marinieren. Dann gebe ich dazu die Avocado. Die bröckeln wir hier auch so ein bisschen da rein, dass die Scheiben nicht aneinander heften. Jetzt mischen wir das Ganze durch. Ich gebe jetzt die Mango noch nicht dazu, die mache ich gleich noch ein bisschen frischer rein, dass die sich jetzt nicht mit der Avocado vermischt. Boah, das duftet schon so herrlich nach diesem gerösteten Sesamöl. Das ist einfach so ein leckerer Geschmack. Ihr könnt natürlich auch wunderbar Limette nehmen, was ihr wollt. Ja. Ihr könnt auch ein bisschen Wasabi-Pulver noch unter den Salat reinrühren, wenn ihr es ein bisschen schärfer haben wollt. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja. Jetzt geben wir die Mangostreifen drunter. Auch noch einmal rühren. Ich mache das jetzt absichtlich gerade mit den Fingern, weil ich da ein besseres Gefühl habe. Da merke ich einfach, ob alles schöner mariniert ist. Natürlich müsst ihr euch die Finger ordentlich waschen davor. Das muss ich euch ja nicht sagen. Habt ihr gesehen? Geht super schnell. Super frische Zutaten. Qualitativ hochwertige Zutaten. Ist ganz wichtig für das Gericht. Und jetzt geht ihr her und richtet das hier einfach an. Ich habe übrigens absichtlich noch den Wakame-Salat noch nicht drüber gemacht. Ja. Richten das richtig schön mittig jetzt an. Oh, das sieht doch fantastisch aus, findet ihr nicht? Richtig herrlich. Jetzt macht es ruhig noch so ein paar so Lachsstückchen drauf, dass man die auch wirklich schön sieht. Ja, das ist ja unser Hero in dem Gericht. Ein bisschen noch frische Mango drauf. Also das passt doch genau zu unseren umschwenkenden Jahreszeiten, oder? Was sagt ihr? Jetzt geben wir noch ein bisschen von diesen Wakame-Algen drüber. Die kriegt ihr mittlerweile wirklich in jedem gut sortierten Supermarkt. Habt ihr keine Sorge, geht in irgendeinen großen Supermarkt, da findet ihr die. Und da geht man jetzt richtig schön in die Mitte so einen Klecks drauf. Ich habe das jetzt absichtlich nicht so drunter gerührt, damit man das danach auch noch richtig schön wahrnimmt. Ja, ihr könnt jetzt noch so ein paar so kleine Streifchen außen rum machen. Aber in der Mitte wollen wir schon diesen schönen Haufen haben. Jetzt als letzter Schritt nur noch ein bisschen frischen gerösteten Sesam. Ihr könnt auch zweierlei Sesam drauf machen. Ja? Also das passt natürlich auch nochmal wahnsinnig gut zu diesem Öl dazu. Das MSC-Siegel ist übrigens eine Wildfangorganisation. Die schauen einfach, dass nicht zu viel aus den Meeren rausgezogen wird. Also wie gesagt, ich würde euch wirklich bitten, schaut doch auch mal ein bisschen beim Einkaufen drauf. Gerade wenn man es nicht so oft isst, dann kann man auch was Nachhaltiges kaufen. Das hat auch nichts mit dem Preis zu tun. Ja? Die sind jetzt nicht wahnsinnig viel teurer. Aber ihr habt halt einfach ein gutes Gewissen. Wie immer bleibt mir nur eins, das zu probieren. Hervorragend, ich freue mich schon drauf. Sieht wirklich köstlich aus. Sowas von lecker. Mit diesem Räucheraroma von dem Räucherlachs. Und dann wird es so leicht überdeckt von dem Sesamöl. Wirklich, wirklich richtig lecker. Probiert es aus. Jetzt ist ja dann gleich Ostern auch. Das ist auch ein hervorragendes Osterfrühstück. Räucherlachs. Vielleicht mal so eine leicht asiatische Richtung. Traut euch mal was Neues. Genießt es. Kocht es nach. Schaut doch mal beim MSC-Siegel auf die Seite. Lest euch ein bisschen durch. Ich verlinke euch das mal hier oben. Und jetzt schön drauf achten, meine Lieben. Wir sehen uns nächste Woche bei Let It Cook. Lasst es euch gut schmecken. Ciao, Servus.